Ja, und herzlich willkommen zu dem heutigen Mixi zum Master Video von mir. Ihr habt den Track schon gehört im Intro. Was ich euch heute zeigen möchte, ist eine kleine Idee, wie ihr vielleicht ein paar Adlibs bearbeiten könnt oder vor allem auch Intros für Tracks ein bisschen Stimmung aufbauen. Und in dem Track habe ich das Ganze so gemacht, ich lasse es einfach mal laufen. Mach mal Party, Mali, okay. Paparazzi gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel auf der Afterparty-Mobile. Also wie gesagt, da gibt es halt ein cooles Plugin, was ich euch heute zeigen möchte. Das habe ich hier eh auch verwendet. Und zwar ist es das CLA Effects Plugin. Ich habe das Ganze auch schon kopiert und drunten angesetzt. Da habe ich dann wirklich nichts drauf, außer Autotune, einen kleinen Kompressor und halt dann dieses Plugin hier, was ich euch zeigen möchte. Und zwar sieht das Ganze so aus. Und mit dem könnt ihr sogar auch die Sends einstellen, weil ich habe hier bei der Version nämlich einige Delays an verschiedenen Stellen automatisiert. Wenn ich es mal solo laufen lasse, hört es Hey gleich. Mani, okay. Paparazzi gucken, oh yeah. Und das könnt ihr mit diesem Plugin eigentlich auch machen. Und ja, das ist jetzt hier das Effekt-Plugin. Ich habe euch noch einmal ein anderes gezeigt, glaube ich zumindest. Und zwar war das das CLA Vocals, was ähnlich ausschaut. Verwende ich auch oft als Abschluss in meiner Vocal-Produktion, aber jetzt für die Effekte gibt es halt ein eigenes Plugin und das pinne ich gleich mal daher. Wir können uns hier beim EQ unterschiedliche Sachen anschauen: Top, Filter und Telefon. In dem Fall würde ich jetzt mal einfach mal ausprobieren, was gut klingt. Bei Top klingt das Ganze heller, bei Filter klingt es ein bisschen gedämpfter und bei Telefon eigentlich klar. Deswegen. Das ist ein Maserati-Kumpel auf der Afterparty-Mobile. Mach mal Sade Mani, okay. Also für den Style jetzt hier verwende ich den Filter, weil ich das im Intro ein bisschen gedämpfter haben möchte, damit halt dann, wenn die Hook kommt, das schön kickt mit den Höhen. Paparazzis gucken, oh yeah. Also es klingt ein bisschen heller, wenn man das aufdreht. Ich lasse es jetzt mal hier so und den Output ziehe ich auch ein bisschen rauf. Mach mal Sade Mani, okay. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel. Und dann haben wir gleich als nächstes die Distortion. Da können wir Drive dazu einstellen, Crunch und halt Fuzz. Hören wir uns jetzt eh eigentlich alles an. Ich will gar nicht zu viel sagen, einfach mal ein bisschen zuhören. Mach mal Sade Mani, okay. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel. Hier achte ich eigentlich, wenn ich das als erstes mal durchhöre, nur auf den Sound, weil ich kann ja damit minus 10, plus 10 auch noch das dazu mixen halt einfach. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel auf der Afterparty-Mobile. So lasse ich das, das Distortion haut ganz gut hin, vielleicht ein bisschen weniger. Und dann habe ich als nächstes den Reverb, da kann ich natürlich auch einstellen, Raum, einen Hall oder einen Cajon, wie auch immer. Und ja, das hören wir uns jetzt auch an. Mach mal Sade Mani, okay. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel auf der Afterparty-Mobile. Mach mal Sade Mani, okay. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel. Also perfekt, jetzt habe ich hier drei Regler bewegt und habe eigentlich auch schon zum Adlibs bearbeiten und zum, wie gesagt, jetzt hier für so ein paar Effektspuren eigentlich schon einen super Sound. Mal schauen, ob ich hier was verwenden kann. Kann ich halt ein Tape einstellen, Chorus und nochmal einen Widening Stereo Imager. Und ja. Mach mal Sade Mani, okay. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kumpel auf der Afterparty-Mobile. Boah, also der Stereo-Imager, der ist wirklich sehr fein. Mr. White heißt der hier. Mach mal Sade Mani, okay. Der klingt nämlich nicht so künstlich wie der Chorus, deswegen, ich glaube, ich bleib bei dem, zieh den ein bisschen runter. Paparazzis gucken, oh yeah. Und jetzt beim Delay, ich automatisiere das einfach. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Entweder ihr könnt es hier mit
Write machen, dann kann ich das einfach zeichnen, indem ich jetzt hier drüber gehe. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati-Kuppel. Jetzt hätte ich halt hier kein Delay und hier dann würde es einsetzen. Perfekt, hätte ich eigentlich auch. Kann ich hier wieder ausschalten, mein Automationspattern. So. Also hier kein Delay und jetzt kommt's halt. Das ist ein Maserati Coupé. Und ja, eigentlich hätte ich jetzt alles hier mit diesem einen Plugin gemacht. Wir hören uns das Ganze jetzt mal an hier mit dem Beat. Mach Maserati Money, okay. Paparazzis gucken, oh yeah. Das ist ein Maserati Coupé. Auf der Afterparty Moe. Das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, abonniert den Kanal, schreib mir auf Instagram, falls du Fragen hast oder falls du willst, dass ich dir was mixe. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal.